Heute wird's wild in The Bad Batch und wir wollen darüber reden, was in der 5. Folge von Star Wars The Bad Batch in der Animationsserie passiert ist. Mit dabei wieder der Dominik und wir wollen gar nicht weiter drumherum reden und fangen jetzt an. Aber bevor wir anfangen, müssen wir noch ein Stück drumherum reden. Und zwar, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann holt euch dieses T-Shirt. Das ist das Desirable Mutations T-Shirt, was wir bis zum Ende der Serie nur noch verkaufen in unserem Shop. Das heißt, wenn ihr uns supporten wollt und Fan von The Bad Batch seid, dann holt euch dieses Unique Design. Denn es ist nur noch bis zum Ende der Serie verfügbar und danach nie wieder zu kaufen. Also schlagt am besten jetzt direkt zu. Jetzt wollen wir aber mal anfangen. Los geht's. Tatsächlich eine Sache ist noch, bevor wir wirklich anfangen über die Serie und die Folge zu reden. Und zwar haben wir eine kleine Ankündigung zu machen. Das hier ist die letzte First Impression auf diesem Kanal vorerst. Und wahrscheinlich auch für eine lange Zeit, solange wie sich nämlich Marvel und oder beziehungsweise Disney, die Mutterfirma, entscheidet, 2 Folgen von sehr spannenden Serien die Woche rauszubringen und dann auch noch potenziell irgendwann sowas wie Herr der Ringe und The Witcher und The Boys und was weiß ich kommt, könnte es etwas voll werden. Wir haben nämlich mal durchgerechnet, wenn wir für jede Serie, wo wir jetzt definitiv was machen wollen, das heißt Star Wars und Marvel, immer First Impressions machen, immer am Tag, wo die Folgen erscheinen, haben wir 6 Videos pro Woche, was für euch ist natürlich erstmal klingt, oh geil, 6 Videos die Woche. Die meisten von euch, also von den Abonnenten, würde es nicht gefallen, weil es einfach zu viel ist und kein Mensch das gucken kann. Und wir einfach gar keine Zeit haben, das alles zu machen und den regulären Content. Und wir wollen nicht nur auf Recaps und First Impressions jetzt umsatteln. Das bedeutet, das hier ist die letzte First Impression. Ab jetzt immer nur noch Recaps, aber wie ihr ja schon mitbekommen habt, die sind inzwischen auch wieder am nächsten Tag möglich. Und weil auch die Inzidenz jetzt in gerade Berlin auf unter 34 oder 35 jetzt ist und immer weiter sinkt und ich ja zum Beispiel auch schon geimpft bin und bald auch die zweite Impfung dann durch habe, gehe ich auch jetzt wieder ins Office. Das heißt, ihr müsst euch auch vom Hotelzimmer bis auf wenige Streams und Sachen, die ich von zu Hause so spontan mache, wie auch 3D-Druck-Videos, müsst ihr euch vom Hotelzimmer erstmal verabschieden und wieder an das Studio gewöhnen, was viele von euch vielleicht gar nicht kennen. Das ist mir auch so aufgefallen. Ich bin ja seit 6 Monaten jetzt im Homeoffice. Ich gehe jetzt wieder zurück ins richtige Studio und Büro und arbeite von da aus. Das bedeutet, mehr Produktivität, bessere Videos, auch von der Qualität her wieder. Und natürlich inhaltlich wollen wir uns darauf fokussieren, dass wir Marvel Recaps immer am Donnerstag haben, einen Tag nach dem Release am Mittwoch, und die Star Wars Recaps immer am Samstag haben. Und dafür brauchen wir einfach die Zeit, denn wir haben mal zusammengerechnet, Dominik und ich mit Aufnahme und Schnitt und allem drum und dran, wenn wir zweimal die Sachen die Woche machen würden, First Impressions, würde ein kompletter Arbeitstag draufgehen und den haben wir einfach nicht. Weil Nerd Factory sind tatsächlich nicht 2 Personen, auch wenn es so klingt oder so aussieht. Es ist ich und ein Drittel Dominik. Und 6 Videos die Woche schaffen wir einfach nicht. Ich wollte dir nur zustimmen und sagen, ja, wird alles sonst ein bisschen sehr voll, ja, mit 2 Serien. Stand jetzt 2 Serien. Und das heißt jetzt nicht, dass ihr Dominik nie wieder sehen werdet, aber eben nicht in den First Impressions erstmal. Und ja, mal schauen. Vielleicht wird es ab und an mal zu Sachen, wo wir vielleicht keine Recaps machen, einfach einen Stream geben, wo wir drüber reden, dann zusammen oder sowas. Das werden wir dann nochmal schauen. Also extra Content kann immer sein, aber das ist erstmal das Ende von den First Impressions. Ab nächste Woche wird es erstmal, also nächste Woche mache ich nochmal ein Video, wo ich euch genau erkläre nochmal, was ist jetzt für Content, wann kommt der Content und wie sieht das aus. Und das wird am Freitag um 17 Uhr stattfinden in einem kleinen Livestream für euch hier auf YouTube. Werde ich auch nochmal dann quasi als Event einplanen, dass es für euch in der Abo-Box ist. Ja, aber das war es jetzt erstmal mit diesem Vorgeplänkel. Jetzt nochmal zur Feier des letzten First Impression Videos. Wollen wir doch mal in die Serie, in die Folge hineintauchen. Ja! Was höre ich da? Ihr seid müde, könnt euch nicht konzentrieren und eure Augen kaum aufhalten? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Denn der Sponsor des heutigen Videos ist Just Legends und die haben einen Performance Booster für euch, der euch hilft, genau diese Dinge zu eliminieren. Vitamin B-Komplexe, natürliches Koffein aus Guarana-Extrakt und nur 0,1 Gramm Zucker pro Portion können euch helfen, euch besser zu konzentrieren und länger, gerade bei Gaming-Sessions, wach zu bleiben. Das Ganze wurde von Food-Experten zusammengestellt, um euch alle Stoffe zu geben, um die beste Version von euch selbst zu sein. Wenn ihr das jetzt mal auschecken wollt, dann geht über den ersten Link unten in der Beschreibung auf Just Legends und könnt sogar direkt ein Probierpaket mit allen Geschmäckern, die sie anbieten, und einem Shaker dazu bestellen. Für alle anderen Bestellungen, die keine Probierpakete sind, könnt ihr auch den Rabattcode NERD verwenden, um 15% zu sparen. Also nicht nur die erste, sondern auch jede danach.
Das ist die letzte First Impression, die wir jetzt machen. Sie haben immer noch nicht über den Inhibitor-Chip gesprochen. Stimmt! Ne, aber immerhin. Stimmt. So, ja, okay. Jetzt haben sie sich halt auf die Kappe geschrieben, wir müssen herausfinden, wer diese Kopfgeldjägerin ist und wer sie beauftragt hat und blablablub. Und das ergibt doch alles total viel Sinn. Ja. Alles cool. Aber sie haben wortwörtlich die Person, die ihnen über die Inhibitor-Chips aufklären könnte, immer die sie über die Inhibitor-Chips aufklären könnte, haben sie dabei und haben sie noch nicht drauf angesprochen. Und das ist, also ich habe da die ganze Zeit gesessen und dachte so, ja, das ergibt alles Sinn, das ist alles schön und gut, Fennec Shand, ja, auch dass jetzt in dieser Folge das alles so passiert ist, wie es passiert, das ist cool. Warum redet ihr nicht über die Chips in unseren Köpfen? Vor allem, weil ihr Crosshair diese Folge ja wieder angesprochen habt. Ja, vor allem auch, vor allem hat Tech ja schon vor 2 Folgen angefangen, was zu entwickeln, was zu bauen, was sie die Chips analysieren soll, und das wurde seitdem nicht mehr angesprochen. Ja, stimmt. Aber sie haben ihre Helme endlich mal auf. Das ist das, ja, wo ich wirklich dachte, so, stimmt. Endlich. Ich hab für 30 Euro so eine 3D-Druck-File von Hunters Helm gekauft. Und ich hatte schon Angst, dass sie jetzt einen Costume-Change haben alle. Und dann quasi um unterzutauchen und nicht aufzufallen. Und dann eben weg von diesem Bad Batch-Look gehen. Aber im Gegenteil, ich habe das Gefühl, sie gehen jetzt erst richtig rein, weil ja auch Omega ihre Puppe jetzt umgemalt hat in eine Bad Batch-Design-Sache. Ja. Das heißt, ich gehe auch eher davon aus, dass es jetzt, dass Omega auch immer mehr ihre Kleidung zu Bad Batch-Style quasi umwandeln wird und der Rest eben mal wieder die Rüstung häufiger trägt. Und generell. Sie haben die Rüstung vor allem sehr viel getragen in der Folge. Ja, komplett halt. Das fand ich sehr schön. Mit Helm und allem. Also finde ich sehr gut, dass sie denen auch dann direkt gesagt haben: Okay, wir setzen jetzt auch die Sachen alle wieder auf und ziehen auch alles wieder an, was uns abgenommen wurde, als wir gefangen genommen wurden. Aber fangen wir mal beim Anfang der Folge an. Und zwar starten wir direkt erstmal natürlich damit, dass Omega ein Ausrüstungsteil mehr bekommt. Ich denke, das wird sich auch über die Zeit, sie hat ja am Ende der Folge dann sogar 2 Ausrüstungsteile mehr. Ich denke, das wird sich weiter und weiter so entwickeln. Eine Sache, die wir noch nicht genau wissen, ist, ob Omega beschleunigtes Wachstum hat oder nicht. Es könnte durchaus sein, dass Omega im Laufe der Serie, wir wissen, dass es potenziell mehrere Staffeln werden sollen und nicht nur nach der ersten vorbei ist, so wie bei den anderen Animationsserien, da gab es ja auch, ich wurde übrigens korrigiert, ich glaube, Rebels hatte 4 Staffeln, nicht 7, wie ich sagte. Okay. Aber vielleicht war das ist da auch fällt mir ein 4 oder 5, irgendwie da fällt sowas. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, ja. Es ist nicht so viel, aber es ist trotzdem viel. Mhm. Und da hast du das gehabt, dass du Ezra in der, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die erste und zweite Staffel ist oder nur die erste. Ich glaube, es ist nur die erste Staffel, wo er noch relativ jung und klein ist. Und dann ist er basically so 15, 16 Jahre alter Teenager. Also so ein bisschen, wie du die Entwicklung auch mit Ahsoka durchhattest, dass sie eher so kleinkindmäßig war und dann später eher dann doch ein bisschen erwachsener wirkte. Und ich glaube, das würde dann auch passen, dass hier mit der gleichen Rolle, also weil Omega, Ezra und Ahsoka haben im Grunde die gleiche Position als Figur in dieser Serie. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass Omega tatsächlich, wie gesagt, wir wissen nicht, wie sie weiter verändert würde. Und der Rest von der Bad Batch, die sind zwar mutiert, aber sie haben trotzdem dieses beschleunigte Wachstum. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht in der zweiten Staffel Omega dann nicht mehr Richtung Kleinkind geht, sondern wirklich so ein aktiver Teenager ist und dann vielleicht auch so ein bisschen in die, nicht Night Sister-mäßig, aber halt so, dass sie halt so ein Warrior-Woman-Style hat, weißt du? Ja. Weil also sie jetzt auch den jetzt Bogen hat von. Tatsache, ja. Genau. Und genau, wollte ich gerade sagen. Allein dadurch, dass sie sich jetzt auch bewaffnet hat, quasi. Ja, ich denke bei sowas immer an, ist das der Film King Arthur mit Keira Knightley? Du hast den nicht gesehen, wa? Ich glaube, es ist King Arthur, wo. Oder heißt es King Arthur? Ich weiß nicht, ob der Film so heißt, aber das ist einer von den frühen Auftritten von Keira Knightley und sie ist halt so eine keltische Kriegerin und ist halt quasi mit dieser blauen Kriegsbemalung bemalt und hat halt so Leder an und sowas. Und ist sicherlich ein bisschen unpraktisch designt, aber sie ist halt eine starke Frau mit halt. Die halt auch nicht irgendwie. Sie ist sehr feminin, aber auch sehr stark. Und ich glaube, so in die Richtung wird halt eventuell auch Omega sein. Gerade wenn man bedenkt, dass es potenziell so sein könnte, wie wir schon so ein bisschen erwarten, dass Fennec Shand ihr eher positiv aufgeschlossen ist. Um Fennec Shand eben schon mal als sympathisierten Charakter für dann die Boba Fett-Serie einzuführen.
Apropos Fennec Shand. Ja. Wir haben heute erfahren, dass sie tatsächlich relativ neu zum aktuellen Zeitpunkt ist und sich noch nicht, wie ich in der letzten Folge noch angenommen habe, also wir haben ja schon gesehen, dass sie unfassbar begabt ist und halt ihre Fähigkeiten, wie wir sie später in The Mandalorian auch sehen, auch jetzt schon hat und jetzt schon angefangen hat auszubauen. Und davon ausgehend habe ich halt darauf geschlossen, dass sie das Ganze schon ein bisschen länger macht. Aber wir haben heute erfahren, dass sie relativ neu als Kopfgeldjägerin auf den Plan getreten ist. Das Interessante ist... Aber schon eine gute Reputation hat. Ja. Das Interessante ist, dass zwei verschiedene Sachen... Wir wissen ja noch nicht so viel sonst über Fennec Shand. Eine Sache ist, dass wir haben noch einen anderen asiatisch aussehenden Charakter mit dem Nachnamen Shand. Oder? Mit dem Vornamen Fennec. Ich glaube, mit dem Nachnamen Shand. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Als sie das erste Mal aufgetaucht ist in Mandalorian, habe ich darüber geredet. Ist schon ein bisschen her jetzt. Das war Anfang 2020. Aber da war es so, dass einer von dem Kanji Club aus Episode 7 auch einen ähnlichen Namen hat und ein ähnliches Design vom Look her wie Fennec Shand hatte. Und da die Möglichkeit bestand, dass die eine Connection haben. Weil in Star Wars ist es ganz oft so, das ist natürlich jetzt... Einerseits kann man sagen, nicht jeder asiatische Charakter ist irgendwie verwandt, aber andererseits ist es halt immer noch Star Wars und da ist halt auch einfach mal der Farmjunge von Tatooine verwandt mit dem großen Bösen. Darth Vader. Von daher, die Möglichkeit besteht, dass da eine größere Connection und dass sie deswegen schon so jung so gut ist, weil sie eben aufgewachsen ist in einem Crime Syndicate und dann zu einem Bounty Hunter wurde. Interessant ist, dass jetzt die Bad Batch einen ähnlichen Pfad tatsächlich folgen. Ich meine, sie sind keine Bounty Hunter, sie sind Mercenaries, was im Grunde halt Söldner, ich denke mal im Deutschen wird es auch Söldner bezeichnet werden, mehr oder weniger werden. Und du hast erneut Elemente des Mandalorian Style Storytellings. Du hast dieses, hey, ja, ich kann euch helfen, aber nur, wenn du das und das machst. Und so funktioniert der Mandalorian basically. Und ich finde das sehr interessant, weil diese Connection wird immer klarer. Die Connections zwischen der Bad Batch als Gruppe und eben diesem Mandalorian-Spin-Off-Universum. Also dem nicht nur Mandalorian selbst, sondern dann eben auch Book of Boba Fett wahrscheinlich, was ähnlich strukturiert sein wird, wo du dann eben das wahrscheinlich ein bisschen umgekehrt hast, dass Boba versucht, die Macht an sich zu reißen und dann eben diese Macht dadurch bekommt, dass er sein Vertrauen aufbaut mit anderen Crime Lords. So ähnlich wie das, obwohl, gut, bei Darth Maul in Clone Wars war es nicht wirklich Vertrauen, was er aufgebaut hat, sondern Furcht. Aber ja. Und da kommen wir auch schon an den Punkt. Wir sind auf Ord Mantell. Ord Mantell ist der essentielle Wirkungskreis von erst der Black Sun und später dem Shadow Collective. Von Darth Maul. Da bin ich noch nicht angekommen, aber ich weiß es aus Wikipedia-Artikeln, dass mir dieser Name doch irgendwie bekannt vorkam. Ich wusste nur nicht mehr, woher. Also Ord Mantell hat eine interessante Story in den Clone Wars, ist eher quasi eine Art Lager und Raststätte, mehr oder weniger, für sowohl die Republik als auch die Separatisten. Und sie führen da auch eine große Schlacht. Und später ist es dann eben, wie gesagt, die Black Sun regiert mehr oder weniger aus dem Untergrund diesen Planeten. Und später ist es dann eben auch so, dass das Shadow Collective, nachdem Darth Maul und Savage Opress die komplette Black Sun quasi umlegen, die Anführer, dass sie dann quasi hier ihren Hauptsitz mit haben. Weil ich glaube, die Black Sun waren so die ersten, die Maul und Opress quasi unter ihre Wings genommen haben, um das Shadow Collective. Was übrigens ja, wie wir ja wissen, später noch viel größer wird mit Crimson Dawn und Co., den wir aus Solo Star Wars Story kennen. Halt immer noch weiter wächst. Und jetzt in dieser Zeit können wir sogar davon ausgehen, dass während die Bad Batch hier durch die Stadt auf Ord Mantell läuft, Darth Maul irgendwo in der gleichen Stadt in einem großen Palast sitzt und seine Pläne schmiedet, die Geschichte weiterzumachen. Weil das spielt in der Zeit des Aufstrebens, nachdem er gerade aus der Order 66 ja geflohen ist, selber und sein eigenes Ding quasi gemacht hat.
Ja. Inhaltlich. Wie fandst du das? Wie fandst du inhaltlich die Folge? Ich fand's nett, um es jetzt mal so auszudrücken. Also klar, wir haben jetzt diesen Punkt, dass sie jetzt wissen, okay, Fennec Shand ist hierher, das ist schon mal der erste Anhaltspunkt, jetzt müssen wir halt irgendwie gucken, um herauszufinden, mit wem sie zusammenarbeitet, und das hieß dann ja schon, dass sie einen direkten Auftrag quasi bekommen hat, also genau. Scheint das auch nicht, also jetzt halt so die Frage, wenn man so ein bisschen gemutmaßt, wen sie in der letzten Folge angerufen hat, ob das jetzt vielleicht zum Beispiel Boba Fett ja. war oder jemand anders, über den sie den Auftrag hatte. Ich glaube, dass es dann jetzt tatsächlich genau. so gewesen sein ist, dass sie direkt mit den Kaminoanern gesprochen genau, hat, ja. würde ich sagen. Denke ich auch. Also das finde ich schon mal, das finde ich nett, weil jetzt kommt so dieses Ding auf, was wir am Anfang öfters mal bemängelt haben, dass so dieser große Zusammenhang fehlt. Und jetzt haben wir immerhin schon den Punkt, gut, die Inhibitor-Chips, das lassen wir jetzt mal sein. Ich glaube, das ist auch mittlerweile einfach ein Meme, wenn wir uns darüber aufregen, ja. weil ich habe das Gefühl, dass es noch bestimmt 5 Folgen dauern könnte, bis die da doch mal drüber sprechen, was ich ein bisschen seltsam finde. Ich habe da, ja, ja. Aber ich finde es schön, dass sie jetzt quasi wissen, wer verfolgt uns. Jetzt können wir herausfinden, mit wem sie da zusammen ist, und wir können uns irgendwie darauf vorbereiten. So, das finde ich schon mal gut. Aber das ist ja nur so, ich sag mal, circa 10% der Folge gewesen. Die restlichen 90% fand ich eine nette Vorgeschichte für Jabbas Rancor. so. Ja, es ist quasi die Origin Stories von dem Rancor, den wir dann später sterben sehen, und dann auch so ein bisschen. Mhm. Das, es ist ganz lustig, weil es gibt. Ist das eigentlich im Film? Es gibt die Szene, wo der Rancor-Wrangler quasi anfängt zu weinen, als er dann sieht, dass der Rancor gestorben ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das im Film ist oder ob das eine Deleted Szene ist. Das ist im Film. Ich meine, das ist im Film. Ja. Es ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich meine, das ist im Film. Und wir kriegen jetzt selber so ein bisschen diese emotionale Connection mit diesem Rancor quasi in dieser Folge, indem wir quasi sehen, okay, er ist halt, sie ist nicht nur ganz süß, sondern eben auch einfach nachdem Wrecker dann diesen Auslaugungskampf gemacht hat, halt auch sehr zutraulich und hat auch eine Connection mit Omega und sowas, und es ist halt ganz lustig, halt nicht das einfach zu sehen. Das halt nicht einfach das große, hässliche, menschenfressende Monster, sondern halt auch ein Lebewesen im Star-Wars-Universum mit einem Verständnis eines Sozialgefüges. Ja. So. Und ist dann einfach so Part der Gruppe. Weil da dachte ich mir dann auch so, okay, aber wenn sie das jetzt fangen, hauen sie die dann wieder in den Käfig oder wie läuft das? Aber nö. Ja, das ist übrigens, Omega reitet einfach durch die Stadt mit dem Rancor. So. Das ist übrigens auch noch ein Indiz darauf, warum ich denke, dass potenziell Omega später zu so einer Art Krieger Frau nach dem Stil der Night Sisters werden könnte, weil Rancors stammen ursprünglich von Dathomir und sind quasi die Go-To-Reittiere für Night Brothers und Sisters. Also eher, nee, nicht mal Night Brothers, Night Sisters ausschließlich. Für die, die es vielleicht nicht wissen, Dathomir, das ist ja der Heimatplanet von nicht nur Darth Maul, sondern eben auch den Night Sisters als Institution, und das ist ein Matriarchat. Das heißt, es ist eine weiblich dominierte Gesellschaft, quasi ein Spiegelbild zu unserer Gesellschaft, mehr oder weniger, aber in noch einem kriegerischeren Style. Es ist quasi wie die Klingonen, aber dass alle Frauen die sind, die quasi das Sagen haben, und die Typen, die Night Brothers, quasi immer eine Stufe weiter drunter stehen und immer quasi nicht unterdrückt werden, aber halt nicht so wichtig sind wie Frauen. Sie haben halt, genau, sie haben halt nichts zu sagen. Ich war jetzt gerade an dem Punkt, zum Beispiel in The Clone Wars, da sieht man das dann ja auch relativ schön, als sie einen neuen Dingenskirchen, hier einen neuen Assassinen für Count Dooku gesucht haben, und da ist dann ja auch Asajj Ventress einfach in das Dorf gelaufen und hat sich da dann halt einfach ihre Krieger ausgesucht, und ja, die halt so schwach waren, hat sie halt ermordet. Genau. Und das ist halt so, ich denke, die Tatsache, dass Omega auf dem Rancor reitet, und die Tatsache, dass sie einen Dathomirian Bogen hat, geht halt beides in diese Richtung, dass sie
Vor allem, der ist ja auch viel zu groß und ich schätze mal, dass es halt wirklich darauf hinauslaufen könnte, dass sie in der zweiten Staffel dann halt wirklich viel, viel eigenständiger ist. Was übrigens auch ein Punkt ist, den ich sehr gut fand, unter den letzten Folgen haben Leute nämlich kommentiert von wegen, oh, jetzt wird das wieder so eine Serie, wo Omega die ganze Zeit gerettet werden muss. Nee, offensichtlich nicht, denn das ist genau das andere, ist genau andersrum, sie wurde jetzt zweimal irgendwie gerettet, mehr oder weniger, auch nicht wirklich, sie hat ja diesen Drachen auch selber da quasi dann nicht erlegt, aber halt beschäftigt, um diesen Capacitor wieder zu kriegen. Von daher, sie kann das schon selber ganz gut und es wird auch gezeigt, dass sie Skills hat, die der Gruppe auch helfen. Dass sie nicht einfach nur dabei ist und die ganze Zeit beschützt werden muss, sondern dass sie halt wirklich essentielle Skills hat, die ihr helfen, quasi, oder die der Gruppe helfen, voranzukommen. Ich weiß noch nicht so ganz, ich meine, ich sag mal so, ich habe auch direkt gesagt, okay, ja, das ist die Person, mit der sie reden wollen. Offensichtlich. Mhm. Keiner von denen hat es mitbekommen und sie ist dann auch hingegangen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man jetzt wieder sagt, oh ja, das heißt, das ist noch ein Beweis, dass sie die Macht hat oder einfach nur, das ist ein Beweis, dass die anderen echt einfach ein bisschen hohl sind, was so soziale Kommunikation, soziale Geschichten angeht. Ich glaube inzwischen nicht mehr wirklich, dass sie machtfähig ist. Ich glaube einfach, dass sie... Ich weiß nicht, ob das dieses schneller Lerner-Ding war natürlich da und so, das kann natürlich sein, dass sie jetzt immer, weißt du, ich fände es halt, also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass sie das auf jeden Fall hat, aber es muss noch was anderes geben, weil einfach nur schneller lernen klingt für mich aktuell noch so lame. Das Ding ist, schneller lernen ist ja mehr oder weniger auch in Connection mit machtfähig. Also wenn du machtfähig bist, dann bist du auch ein schneller Lehrer. Das heißt, Lerner, das kann natürlich immer noch kommen. Gerade weil normalerweise diese Serien immer zentral um machtfähige Wesen gingen bisher. Bad Batch ist die erste Ausnahme. Aber inzwischen habe ich so ein bisschen das Gefühl, es geht in eine andere Richtung. Und zwar, wir haben jetzt, also ich glaube auch, dass Fennec Shand eben direkt von den Kaminoanern beauftragt wurde. Was interessant ist, weil sie später ja fürs Imperium arbeitet. In Mandalorian wird quasi gesagt, sie hat ganz lange fürs Imperium gearbeitet. Das heißt, das ist ein bisschen weird, weil die Kaminoaner sind jetzt eigentlich, sie gehören zwar zum Imperium, aber es ist nicht so, dass sie, dieser spezielle Auftrag ist eigentlich entgegen des Gedankens von Gouverneur Tarkin. Das ist halt eigentlich anders gedacht. Aber, werden wir dann sehen, wie es halt ist. Ob sie danach dann quasi erst fürs Imperium arbeitet oder ob das dann irgendwas anderes sein wird. Vielleicht ist der Auftraggeber auch Darth Vader. Ich sag mal so, wir haben ja die imperialen Klonwissenschaftler mit dem Emblem von Kamino. In Mandalorian. Also so abwegig ist es eigentlich nicht. Genau, wir haben die ja in Mandalorian und vielleicht im Zuge dieser Übernahme oder wie auch immer man es nennen mag, könnte es ja gut sein, dass dadurch dann halt Fennec Shand beim Imperium bekannt wird und dann von denen angeheuert wird. Also so könnte ich mir zumindest die Brücke ganz gut vorstellen eigentlich. Das kann sehr gut sein. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich diese Connection da weitergeht. Ich denke aber, wir haben auf jeden Fall jetzt eigentlich eine Grundlage, um, also, das ist halt die Frage, ist Bib Fortuna und Jabba's Rancor jetzt hier eher so ein Ding, wo sie gesagt haben, hey, das wäre doch ganz cool als Story, lass uns das mal machen, oder ist es wirklich eine Connection, die später noch wichtig wird, denn der erfolgreichste und beste Kopfgeldjäger Jabba the Hutt ist zumindest später irgendwann Boba Fett. Und jetzt ist die Frage, ist er jetzt schon bei Jabba? Oder ist er da noch gar nicht angekommen? Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, wie das in den letzten Staffeln von Clone Wars oder gerade in der vorletzten Staffel von Clone Wars war, wie die Geschichte von Boba Fett dann weiterging. Ich glaube, er war noch nicht bei Jabba. Ich glaube nicht, dass er, also er war auf jeden Fall alleine in so einer Gruppe, die haben ihn dann betrogen, bla bla bla. Und ich weiß aber nicht mehr so genau, ob dann schon noch eine Connection kam zu Jabba. Von euch wissen das vielleicht einige ein bisschen besser. Dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich auch nochmal ansprechen möchte. Einige Leute haben bei unserer Geschichte von wegen, der Chip von Wrecker brennt durch, geschrieben, dass sie dachten, das wäre einfach nur gespielt von ihm, damit er Omega ein Zimmer bauen kann. Er hat sich ja wirklich an den Kopf gestoßen, offensichtlich. Ja. Und jetzt sehen wir auch, nein, natürlich war es nicht gespielt. Es war tatsächlich, also ich wollte euch jetzt nicht damit irgendwie dumm nennen oder so, aber es ist nicht gespielt gewesen. Er hat sich den Kopf am Chip gestoßen und offensichtlich hat es Nachwirkungen. Und da wir jetzt bei Folge 5 sind und so wie ich es letzte Woche auch gesagt habe, die überspringen immer eine Folge mit den Themen,
haben sie das jetzt wieder rausgezogen. Er ist wieder zwei- oder dreimal ohnmächtig geworden in dieser Folge und wurde ausgenockt, kopfbasierend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir haben das ja schon mal gesagt, die Hälfte der Staffel ist meistens sowas, wo was Großes passiert. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in diesem Staffelhälftenfinale Wreckers Chip so große Probleme macht, dass er auch anfängt zu sagen, gut, Soldiers follow orders, vielleicht treffen sie einen Exil-Jedi und sagen, nein, die Chips haben bei uns nicht funktioniert, und dann kommt diese Chip-Thematik auf und dann sprechen sie darüber und dann gehen sie ins Detail und dann erklärt Omega, was passiert ist. Simultan dazu bricht aber Wreckers Chip aus, der dann eben die Order 66 durchführen will, mit dem Jedi, der vor ihnen ist, und dann müssen sie ihn, den Stärksten von ihnen quasi irgendwie niederhalten und den Chip rausnehmen. Das ist momentan so der Gedanke, den ich habe, in welche Richtung es geht, und ich kann mir vorstellen, dass along the lines davon dann halt noch eine Connection zu Boba Fett aufgebaut wird, um eben dann zur Serie überzugehen am Ende des Jahres. Ich kann auf jeden Fall schon jetzt callen, dass, also ich glaube auch, dass es irgendwie in die Richtung passieren wird, mutmaßlich Wrecker, weil es damit jetzt quasi aufgebaut worden ist, ja, dass es bei ihm dann eben passieren wird, dass er dann durchdreht und sie sich um ihn kümmern müssen und den Chip deaktivieren müssen oder rausoperieren müssen oder wie auch immer. Und ich kann jetzt schon callen, dass ich hier sitzen werde, das sehen werde und mir denken werde, warum habt ihr das nicht schon vor 3, 4, 5 Folgen gemacht? Ihr wusstet literally seit fast Anfang an, dass dieser Chip vorhanden ist, habt gesehen, was bei Crosshair passiert, und ihr habt eine Person da, die euch darüber aufklären kann. Warum musstet ihr warten, bis was Schlimmes passiert? Das ist halt... Es wird mich vermutlich jetzt schon nerven, aber ich freue mich dann natürlich drauf, wenn es endlich soweit ist und sie sich dann darum kümmern. Also ich meine, es ist natürlich... Natürlich sind das keine logischen Entscheidungen, die ja getroffen werden, weil es Entscheidungen sind, die Autoren treffen für die Figuren. Wenn man sich jetzt in das Universum reinsetzen würde, wäre jetzt, wenn ich Teil der Bad Batch wäre und weiß, dass mit den Chips irgendwie los, alle Rex sind komplett durchgedreht und Crosshair ist komplett durchgedreht. Aber ich weiß davon, dass Rex auch desertiert ist, weil mir Kat das gesagt hat. Dann wäre mein erster Gedanke doch, in dem Fall zu sagen, okay, die Chips sind ein Problem. Klar, wir brauchen Geld, wir brauchen Unterschlupf, wir müssen uns verstecken. Aber die Chips sind definitiv ein Problem. Und Kat wurde von Rex besucht. Das heißt, Rex ist irgendwo da draußen. Und er muss es irgendwie geschafft haben, die Chips loszuwerden, weil er hat Kat ja von den Chips erzählt. Und dann wäre der nächste Gedanke halt zu sagen, okay, lass doch mal Rex suchen. Weil es ist jetzt nicht so schwierig, denke ich mal, in der Unterwelt einen desertierten Klon zu finden. Gerade von dem Kaliber. Wäre jetzt so mein Gedanke zumindest. Vor allem, wenn er halt rumrennt bei anderen desertierten Klonen und denen halt alles erzählt. So. Ich weiß nicht, ich könnte, also mein erster Gedanke wäre halt eher darum, diesen Chip da wegzukriegen. Ja, so, ey, der Chip, der kann halt dafür sorgen, dass wir nicht mehr Herr unserer Sinne sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und auch einfach so die Tatsache, dass halt Wrecker da sitzt und sagt, oh, mein Kopf. Und dann einfach nur so ein, Ich wäre halt instant so, oh mein Gott, nein, wir müssen anfangen, ihn zu fesseln. Wir müssen dieses Ding aus unseren Köpfen holen. Ja, da ist aber der... Aber nee. Das ist der Typ, der sich eine Dreiviertelstunde lang mit dem Rancor geprügelt hat und dann beide, dann beide im Endeffekt einfach nur müde waren. Nee, ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Passiert schon nichts. Das ist ein bisschen weird, aber sie werden das, also das hat halt einen Grund, warum sie es so erzählen, und das ist einfach, damit sie auf 16 Folgen kommen, denke ich mal. Ja, sie sonst einfach keine Story mehr haben, wahrscheinlich. Und ja, sie, wie gesagt, das ist halt das Mandalorian-Prinzip. Sie machen halt, das haben wir auch schon mehrmals bei Mandalorian gesagt, wenn Mando sagt, okay, wir müssen einen weiteren von Yoda Spezies finden, dass der erste Gedanke ist, oh, wir gehen jetzt mal zu anderen Mandalorianern. Einfach, dass das vielleicht nicht die schlauste Idee ist, weil wenn man gar nicht weiß, wo die sind, sondern dass es vielleicht eine schlauere Idee wäre, einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf den Planeten mit der größten Stadt, mit dem größten Archiv. Gibt es im Star Wars Universum nicht sowas wie Bibliotheken? Es ist nicht so, dass, ja, Mando wird vom Imperium gejagt, aber das Imperium ist weg.
Das Imperium ist tot, es existiert nicht mehr. Also zumindest nicht in der Form. Das heißt, offiziell zumindest nicht. Ja, wo ist das Problem, als Mando mit der Crest, so, wir sind es in einer anderen Serie, aber wo ist das Problem, als Mando mit der Crest und einem funktionierenden Hyperantrieb im Outer Rim rumgeistert, einfach für ihn, wo er ja offensichtlich zu dem Zeitpunkt obwohl dann wurde er ja schon wegen den Bankraub da gejagt, aber dass er, warum sagt er dann nicht irgendwann einfach, okay, folgendes, New Republic, kann ich mal kurz bei euch landen in eurem neuen Capital of Hosnian Prime, das ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht explodierte, und mal ganz kurz in die Stadtbibliothek gehen und gucken, zu welcher Spezies dieser grüne Gnom hier gehört. Und dann würde da stehen, oh, ein alter Jedi-Meister. Ich meine, das wäre vermutlich sinnvoll. Ich meine auch, du musst dir überlegen, Luke Skywalker ist ein Held der neuen Republik. Als ob der nicht irgendwo in irgendeinem Interview, die haben ja auch Fernsehen und sowas, in irgendeinem Interview gefragt wurde, wo hast du denn deine Kräfte her? Und er sagt, ja, der alte Jedi-Orden, die sind damals gefallen, ich baue das jetzt wieder auf, folgendes, wenn ihr Kinder habt, die machtfähig sind, meldet euch, ich komme vorbei, ich nehme den mit. Und außerdem Artefakte, ich suche welche, als ob der einfach nur rumgeistert und das selber macht, sondern, also, das ist in einem Universum, was funktioniert wie ein richtiges Universum, in einer Gesellschaft, in einer Zivilgesellschaft, die funktioniert wie eine richtige Zivilgesellschaft, ergibt es überhaupt keinen Sinn, dass Mando irgendwelche gammligen Outer Rim-Planeten abklappert, um vielleicht mal einen Mandalorianer zu finden, der dann eventuell was weiß. Und die er findet, wissen nicht mal was. So, die sagen doch, ja, da gibt's diese Ahsoka Tano. So. Aber was ist mit Luke Skywalker? Warum sagt niemand, ja, Luke Skywalker, Held der Republik, hat den Imperator quasi umgebracht und Darth Vader gekillt? So, ist halt der Rey kennt 20 Jahre später, kennt Rey und Finn, Han Solo und Luke Skywalker nur vom Hörensagen. Und Rey hat auf einem scheiß Wüstenplaneten als Scrapper gearbeitet. Warum weiß kurz nachdem das Imperium gefallen ist, 10 Jahre später, niemand von Luke Skywalker, dem Mando über den Weg läuft und weiß, ja, dieser große Jedi-Meister Luke Skywalker mit dem Schwing-Schwing-Lichtschwert. Der diese ganze Scheiße, die wir die letzten Jahre durchlebt haben, einfach beendet hat. Ja. Also, nee, Jedi? Aber ja, das ist halt, damit sie 8 Folgen in der Staffel zusammenkriegen, weil sonst könnte halt Mando einfach sagen, ah, okay, ich gehe jetzt in die Bibliothek, lese nach, ah, okay, Yoda, Spezies, großer Meister, hat Luke Skywalker ausgebildet, ist der einer der letzten Jedi gewesen, ist aber schon tot. Ja, scheiße. Wo gehe ich denn dann hin? Luke Skywalker. Hier steht eine Telefonnummer. So, wo ist der gerade? Wo ist sein Tempel? Ah ja, der ist ja da noch nicht mal abgehauen. So, der ist ja auffindbar. Dann würde ich sagen, Luke Skywalker, hier ist eine Telefonnummer, die Luke Skywalker Hotline von seinem Assistenten und so. Ja, hallo, Herr Skywalker, ich habe hier so einen grünen Gnom. Sie haben doch gesagt, bei irgendwie machtwegen Kindern soll man sich bei ihnen melden. Bitte sammeln Sie das Ding ein. Das ist die ganze Zeit die Eier von einer gerade aussterbenden Spezies. Ich glaube, ich finde das nicht okay. Und ich glaube, das ist halt so, das ist halt das gleiche Ding halt jetzt bei Bad Batch. Es ist halt, die Entscheidungen sind nicht logisch, bei der Bad Batch kann man halt immer noch damit argumentieren wenigstens. Also klar, sie müssen sich um die Chips kümmern, das ist halt seltsam, dass sie das immer noch nicht getan haben, aber bei denen kann man wenigstens argumentieren, das Imperium ist halt gerade da. Also ja, da ist aber die Gefahr ein bisschen größer. Das Imperium ist noch nicht anders. Also, du musst mir überlegen. Es ist halt noch nicht überall. In Episode 4, 30, nee, nicht 30, aber 20 Jahre nach diesen Ereignissen hier, besetzen die erst Tatooine. Das heißt, im Outer Rim gibt es jede Menge Systeme, die nicht zu dem Imperium am Hut haben. Die einfach separat von den Klonkriegen auch waren. Die aber trotzdem große Gesellschaften sind, wo auch Jedi rumgegeistert sind. Natürlich sind die Core Worlds jetzt halt alle überrannt. Die können jetzt nicht nach Coruscant in irgendeine Bibliothek gehen. Das ist vollkommen klar. Aber die Tatsache, dass sie halt, dass kein Planet existiert, der eine Infrastruktur hat, der ihre Birne scannen kann, um den Chip zu entfernen, der nicht Sympathisant von der Republik oder dem Imperium oder den Separatisten ist, sondern einfach neutral, das ist nicht real, so. Aber ja, das ist, glaube ich, dieser Konflikt zwischen Space Western, also zwischen Western und Space, so, weil im Western, in einem klassischen Western ist es halt so, dass deine Ressourcen limitiert sind und deine Möglichkeiten
Zivilisation und große quasi die Errungenschaften der Zeit zu nutzen, sind halt gering. Das ist, macht ein Western aus. Du bist halt auf dich allein gestellt, mehr oder weniger, und musst die Bedrohung selber bewältigen, weil es kein Militär gibt. Es gibt nur den Sheriff. So, es gibt den Sheriff und den einen Deputy. Und dann gibt's die Zugräuber, die dann immer herumreiten. Und dann kommt dieser eine Lone Rider, der muss dem Sheriff helfen, weil der Sheriff nicht gut genug ist. Das ist halt ein Western. So, aber es ergibt halt keinen Sinn mehr, wenn Leute einen Hyperantrieb haben und gewaltige Zivilisationen in der ganzen Galaxis existieren, die es geschafft haben, Raumfahrt und Überlichtgeschwindigkeit zu erforschen, aber offensichtlich kein Telefonbuch haben, wo man Luke Skywalker nachgucken kann. Oder das Google! Intergalaktisches, ja, nee, Google. Warum gibt es sowas nicht? Das kann mir doch keiner erzählen. Die wissen, dass ihre scheiß Schiffskennung im gesucht wird und auf einer Liste stehen, aber sie können nicht googeln, Mikrochips in Kopf. Was da los? Mikrochip nach Impfung. Wie werde ich das los? Ich meine, du kannst, wenn du auf unserer Welt eine Niere verkaufen willst, kannst du in irgendein osteuropäisches Land fahren und wirst deine Niere los. So. Mhm. Oder kriegst eine Schönheitsoperation oder, keine Ahnung, kannst dir Sterbehilfe holen. So. Es ist auf unserer Welt alles möglich, was du machen möchtest, wenn du in die richtigen Ecken schaust und genug finanzielle Mittel dazu hast. Warum geht das nicht im Star Wars-Universum? In unserer Welt sind nicht alle Dinge möglich, die im Star Wars-Universum möglich sind, aber dafür sind im Star Wars-Universum auch offensichtlich nicht alle Dinge möglich, die in unserer Welt möglich sind. Das ist super weird. Was seltsam ist, was tatsächlich sehr seltsam ist. Es muss doch irgendeinen shady Neurochirurgen im Star Wars-Universum geben, der instant sagt, ein Klon den Kopf aufschneiden. Ja, geil. Natürlich. Absolut. Irgendwie kaminoanische Technik daraus holen, die irgendwie das Verhalten von Leuten beeinflusst. Weißt du, was so ein Chip wert ist? Das. Stell dir das mal vor, wenn du so einen Chip rausnimmst und den untersuchst und dann rausfindest, wie der funktioniert, wenn du so eine Technologie auf dem Schwarzmarkt an Sklavenhändler beispielsweise verkaufst. Nee, aber so funktioniert halt das Star Wars-Universum nicht. Das Star Wars-Universum funktioniert, dass du immer so weit denkst, wie die Serie und die Folge gerade braucht, um Handlungen zu erzeugen. Und deswegen bin ich gespannt, welche in Anführungsstrichen Filler-Folgen noch passieren, bis wir zum wirklichen, richtigen Problem kommen und das auch wirklich gelöst wird. Ja, ich bin weiterhin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wann sie das endlich ansprechen werden. Wann sie Omega fragen werden, hey, sag mal, vor 8 Wochen hast du doch mal gesagt, da gibt es diesen Chip. Ja. Was weißt denn du darüber? Ja, ich habe schon Videos gesehen, wo Leute gesagt haben, dass Omega die Order 66 ausführen wird. Also ich habe das Video nicht gesehen, ich habe nur den Titel gesehen, wo ich dann dachte, wow, das ist aber ein weiter Stretch. Das ist halt okay, ja, es kann sein, dass sie den Chip hat. Die anderen haben den ja auch. Aber warum? Ja, das wäre dann so der Aufbau, so sie wird jetzt immer mutiger, sie hat jetzt einen Bogen und demnächst treffen sie einen Jedi, der ihnen alles erzählen will, und auf einmal knallt ihn einfach ab. Und er schießt den Jedi. So. Ja. Ja, das wäre, also es gibt manche Dinge, die fühlen sich dann nicht natürlich an, wie das, worüber wir gerade gesprochen haben, aber damit kann man leben, aber das würde sich dann zu unnatürlich anfühlen. Also da gehe ich eher nicht von aus. Also es bringt halt auch niemandem irgendwie weiter, ne? Nee. Das würde, also, es würde passen, weil dann sie diese Chip-Geschichte noch weiter nach hinten schieben. Stimmt, richtig. Einfach Wrecker und Omega drehen durch. Die fangen erst in Staffel 4 dann an, sich damit zu beschäftigen mit den Chips. So, die Order 66 ist jetzt 7 Jahre her. Sag mal diese Chips in unseren Köpfen. Wrecker, hast du immer noch Kopfschmerzen? Oh, gut, dass du sagst. Ja, das ist seit 7 Jahren. Damals, als ich mir vor 15 Jahren den Kopf gestoßen habe. Ja, oh also Mann, es ist schon sehr lustig. Mir sind gerade auf jeden Fall Ideen für 7 neue Folgen Dumme Dinge gekommen. Nur allein über das Star Wars-Universum. ich weiß nicht, was wir sonst noch darüber sagen sollen. Ich finde es interessant, welchen Weg Omega nimmt, dass sie jetzt mehr Teil der Gruppe wird, wirklich. Ich bin gespannt, wie ultimativ dann ihr Outfit in der Bad Batch, weil ich glaube, sie wird dann auch ein Bad Batch-inspiriertes Outfit bekommen. Sie hat jetzt den Kommunikator und den Bogen. Ich glaube, dass sie in den nächsten, sagen wir innerhalb der nächsten 5 Folgen, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann auch ein
schwarzes Outfit bekommen? Ja, du kannst ja auch, wahrscheinlich macht sie sich auch selber, weil du hast ja dieses Ding mit der Puppe, was ja quasi so fast schon ein Foreshadowing ist, dass sie quasi die Puppe anpasst, dann passt sie sich später selber an, um auch auszusehen wie einer der Bad Batch. Ja, und ansonsten ist es halt, es ist wie Bad Batch bisher halt auch, weil es ist eine spaßige, lustige, schöne Folge. Ich find's auf jeden Fall cool, es hat Spaß gemacht. Es ist schon ein bisschen her, dass ich Rebels und Clone Wars geguckt habe. Und es kann sein, dass ich, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich deswegen ein bisschen von anderen Sachen verwöhnt her bin. Es geht mir nicht schnell genug, muss ich sagen, inhaltlich. Es passiert mir ein bisschen zu wenig. Es war jetzt schon ein bisschen mehr, die Folge. Und ich hoffe, dass es quasi weiter annimmt. Aber für eine 25-Minuten-Folge, die ja an sich schon nicht so lang ist, habe ich das Gefühl, dass die Sachen, die passieren, so sind zu losgelöst von etwas, was ich jetzt bräuchte, um eine Spannung aufzubauen. Es ist nicht so, weil es ist das erste Mal, dass wir so eine Serie jetzt haben, die wir hier besprechen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich Spannung für die nächste Folge habe. Ich bin nicht so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt wissen, was in der nächsten Folge passiert. So, und es fühlt sich, keine Ahnung, es fühlt sich komisch an. Es beherrscht nicht so mein Leben, dass ich die ganze Zeit mir Gedanken darüber mache, was könnte das alles bedeuten, wie es jetzt bei den letzten Serien der Fall war, die wir im Marvel-Universum besprochen haben, oder auch bei Mandalorian, wo ich halt super gespannt war, was als nächstes passiert. Bad Batch ist ein bisschen ruhiger, könnte man fast sagen, und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich sag mal so, weil ich gucke ja gerade, das ist ein sehr schöner Vergleich, ich gucke ja gerade Clone Wars nebenbei. So immer in der Woche von der einen bis zur nächsten Bad Batch Folge versuche ich ja so viel Clone Wars zu gucken wie möglich. Und dementsprechend finde ich das gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt aktuell freitags die Folge, bei der ersten, zweiten Folge ging mir das auch noch so, aber mittlerweile komme ich da voll mit klar, wenn ich mir die Folge Bad Batch angucke und da halt auch nicht so viel passiert, weil mein Gehirn da einfach jetzt gerade dran gewöhnt ist, eben nicht dieses, ja, so wie Serien heutzutage ja nun mal funktionieren. Das ist ja relativ normal. Jede Serie ist aktuell so aufgebaut, dass jede Folge Spannung irgendwie aufbaut, damit die Leute unbedingt weitergucken und dranbleiben. Deswegen kann ich das nachvollziehen, wenn man das nicht gewöhnt ist, sondern eben aktuelle Serien gewöhnt ist quasi, dass einem das dann ein bisschen langatmig vorkommt und nicht schnell genug. Ja. Und ich würde dann sogar sagen, also für mich fühlt sich das gerade super schön an, weil ich habe ja Clone Wars nicht gesehen, bin jetzt gerade in Staffel 4 angekommen und ich finde das super geil, jetzt eine Serie zu haben, die im Prinzip wie Clone Wars ist und wie Clone Wars funktioniert eigentlich, aber halt aktuell ist und jetzt gerade erst läuft und ich das jetzt halt miterleben kann. Das finde ich sehr cool. Ich glaube aber, jetzt mit dem Blick darauf, wie Serien heutzutage funktionieren, dass es der Bad Batch relativ gut getan hätte vielleicht, wenn man gesagt hätte, wir bringen 2 Folgen pro Freitag. Irgendwie sowas. Dann, oder halt einfach, keine Ahnung, längere Folgen. Also das, ja, es ist halt schwierig. Du kannst halt, also selbst wenn sie länger wären, wenn die gleiche Geschichte erzählt werden würde, würdest du halt, keine Ahnung. Also es wäre halt, es gibt halt Sachen, wo ich das Gefühl habe, länger wären, aber die gleiche Geschichte erzählen, wäre das sinnvoll, aber bei Bad Batch, finde ich, ist das nicht unbedingt der Fall. Bei Bad Batch ist es eher so, dass ich das Gefühl habe, dass ich weiß nicht, ist so eine Mischung aus, irgendwie erzählt ihr mir nicht genug und kommt doch endlich mal zum Punkt. So, weißt du, das ist halt, weiß nicht, vielleicht ist einfach die, ich glaube, dass das einfach die Gefahr nicht hoch genug ist, in meinen Augen. Ja. Weil du hast diese Klone, die offensichtlich alle super krasse Fähigkeiten haben. Und selbst die Situation jetzt, dass sie gefangen waren, hast ja gesehen, war eigentlich nicht wirklich das Problem, weil in dem Moment, wo die anderen Sklavenleute abgelenkt waren, hat sich Wrecker auch einfach alles abgerissen und es war easy going, so. Das ist halt so, vielleicht liegt es daran, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass das Risiko gerade so wirkt, als ob es da wäre. Sie sind nicht so, ich glaube, es wäre anders, wenn du das Gefühl hättest, wenn du jede Folge sehen würdest, wie Crosshair ihn immer näher rückt oder wie Fennec Shandy oder das Imperium quasi immer mehr auf ihren Spuren ist, um sie zu stellen. Aber momentan habe ich so das Gefühl, dass Fennec Shank ist schon daran interessiert, sie zu finden und dem Rest ist eigentlich scheißegal, was mit ihnen los ist. So, also dass selbst Tarkin gar kein Interesse hat, die irgendwie zu erlegen, finde ich halt irgendwie weird. Ich,
Ich glaube, deswegen kommen wir auch so oft auf den Punkt mit dem Inhibitor-Chip zurück, weil es fühlt sich halt nicht so an, als hätten sie jetzt keine Zeit oder ja, so, genau. Das sich darum zu kümmern, weil jetzt gerade was anderes viel wichtiger ist. Genau. Sondern es fühlt sich halt aktuell so an wie, warum sprecht ihr nicht darüber? Ihr habt permanent Gelegenheit dazu. Ja. Es ist nicht so, dass ihr gerade vor einer riesigen Flotte irgendwie fliehen müsst oder so. Ihr könnt relativ entspannt unterwegs sein und irgendwie irgendwelche Planeten aufsuchen mit irgendwelchen ehemaligen Kontaktpersonen der Jedi. So. Ja, und da ist halt auch wieder so das Weirde. So, der einzige Grund, warum sie da jetzt hin wollten, ist, um rauszufinden, wer Fennec Shand ist. Und das Ergebnis ist, dass sie es nicht, die wissen, es ist Fennec Shand. Das ist alles. So, sie wissen nicht, wer sie beauftragt hat. Das ist, ihr Ziel ist nicht erreicht. So. Mhm. Keine Ahnung, das ist irgendwie, ich würde nicht sagen, es ist schlechtes Storytelling, aber es ist so ungewohnt, dass Es ist kein Storytelling, wie es heute in Serien eigentlich. Ich verstehe nicht, warum also sie nicht selbst, das machen wie in Clone Wars. Warum machen sie nicht einen 4 oder 3 Folgen Story Arc? So, warum hat jede Folge ein Mini-Abenteuer, was nach 20 Minuten vorbei ist? Das ist halt so, die Serie ist offen, dass Kinderserien sind so aufgebaut, aber es ist offensichtlich keine Kinderserie, sondern eigentlich für Leute, die sowas wie The Mandalorian und dann eben Book of Boba Fett gucken, die einfach anders erzählt sind. Du hast zwar Grundelemente, die gleich sind, wie dieses so, ja, wenn du das willst, dann mach das. So dieses quasi das Event of the Week sozusagen, die Aufgabe, die sie halt diese Woche bewältigen müssen. Aber Mando hat hinter sich immer eine Bedrohung stehen gehabt. Er hatte immer, das Imperium jagt mich oder die Republik jagt mich. Er hatte immer dieses so, ich muss den Kleinen zu seiner Familie bringen, ich muss andere Mandalorianer finden. Und das war immer das, von einer Folge zur nächsten hast du immer dieses Ziel gehabt. Und jetzt hast du zwischen den Folgen kein Ziel. So, das ist das, was ich letzte Folge so toll fand, weil das hier am Ende endlich dieses Gefühl hatte, jetzt haben sie ein Ziel. Und jetzt in dieser Folge haben sie wieder am Ende kein Ziel für die nächste Folge. So, das ist keine Ahnung. Vielleicht bin ich da wirklich einfach zu verwöhnt und mecker zu viel inzwischen über sowas. Aber ich finde zum Beispiel, wie gesagt, Clone Wars hat die Erzählstruktur, gerade die 7. Staffel, da waren Folgen dabei, die nichts mit dem Rest zu tun hatten. Aber die waren immerhin in einem Story-Arc zusammen, die quasi aufeinander aufbauten und dann ging der nächste Arc los. Und ich glaube, das brauche ich. Das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Ja, ich brauche nicht 16, 25 Minuten Folgen, die dann alle losgelöst voneinander sind und du hast so einen losen Story-Arc, der aber selbst die Figuren kaum interessiert im Hintergrund. Ja. Das ist so mein Problem gerade mit Bad Batch leider. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, weil offensichtlich die Viewerzahlen bei den Bad Batch-Videos deutlich eingebrochen sind. Also ich weiß nicht, ob auch bei euch, wahrscheinlich gucken die Leute gar nicht mehr zu, von denen ich rede, das Interesse einfach langsam runterfällt, weil diese Spannungskurve nicht da ist. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wie gefällt euch Bad Batch bisher so? Seid ihr da eher ganz anderer Meinung als ich oder geht ihr da eher so in die Richtung wie ich? Es ist immer noch Star Wars und Star Wars ist immer noch geil. Ich habe kein Problem damit, das weiter zu gucken und ich finde das schön. Ich würde es jetzt nicht abbrechen, aber es ist schon, ich wünschte einfach, es wäre ein bisschen mehr exciting. Also sagen wir es mal so, ich freue mich, dass bald Loki kommt, weil ich das Gefühl habe, bei Loki wird deutlich mehr passieren. Und deutlich mehr Spannungsaufbau passieren als bei Bad Batch. Da gehe ich auch von aus. Ja. Ja. Ansonsten gucken wir mal, was nächste Woche passiert. Ja, aber nächste Woche sehen wir uns natürlich nicht in der First Impression wieder. Richtig. Sondern direkt im Recap. Die Recaps, das sage ich jetzt schon mal, wie gesagt, nächste Woche Freitag. Ich mache dazu ein Event. Gibt es ein Livestream, wo ich alles nochmal erkläre und mir alle ihr eure Fragen stellen könnt. Wie das jetzt mit Content weiter funktioniert und sowas. Oder auch andere Fragen, die ihr mir schon immer mal stellen wollt. Aber im Grunde ist es jetzt quasi so, jeden Samstag Recap von The Bad Batch bis Mitte August, bis die Serie dann vorbei ist. Danach kommen andere Star Wars-Serien am Freitag, also keine Sorge. Wir werden auch da beschäftigt sein. Und immer am Donnerstag das Recap von den Marvel-Serien ab dem Zeitpunkt in 2 Wochen, wo dann Loki erscheint. Montag, Dienstag normaler Content. Und wie sich das dann genau äußert, das seht ihr dann, beziehungsweise könnt ihr mir nächste Woche dann nochmal spezielle Fragen stellen. Wir sehen uns dann wieder. Dominique, wann auch immer wir dich wiedersehen auf diesem Kanal, ist noch nicht ganz klar. Aber Man kann mich ja immer noch hören, alle paar Monate. Und man kann dich tatsächlich regelmäßig sehen auf deinem Twitch-Kanal, den ich unten in der Videobeschreibung jetzt verlinkt habe. Das heißt, wenn ihr Dominique häufiger sehen wollt und jetzt schon vermisst, dann geht auf seinen Twitch-Kanal. Momentan spielst du Subnautica. Ich weiß nicht, wie weit du in dem Spiel schon bist. Subnautica, ich glaube, ich bin bei 10% oder so. Und ihr könnt ihn in seinen Livestreams gerne einfach auch mit Nerd Factory Fragen nerven.
Und er wird sie liebend gerne beantworten. Er fängt jetzt gerade erst an, also schaut doch mal vorbei, folgt ihm und guckt beim nächsten Stream rein. Das war es jetzt erstmal mit den First Impressions. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin, reinhauen.